Im Community-Tab habe ich euch gefragt, wenn ich Bock hättet, etwas zusammengefasst 5 Produkte in einem Video zu haben. Also für die wiederkehrenden Zuschauer, die vielleicht nicht die Zeit haben, eine komplette Review anzugucken. Und dank einer Zuschauerin von mir bin ich auf die Idee gekommen, das so zu machen. Und wir testen das jetzt aus. Und ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich stelle dir hier auf diesem Kanal unter anderem auch vegane, reizfreie Kosmetik vor, die ohne Mikroplastik ist, die vegan ist, die auch mal Naturkosmetik ist, aber eben unter diesen Aspekten grundsätzlich zu finden ist. Also vegan, ohne Tierversuche, ohne Mikroplastik, reizfrei, klingt immer so ein bisschen nach der Nadel im Heuhaufen, aber es ist möglich, es ist definitiv möglich. Ich habe euch im Community-Tab abstimmen lassen, ob ihr Bock auf so ein Format habt. 35 von euch haben abgestimmt und ihr habt ja die Möglichkeit, durch das, dass es die anderen Reviews immer auch noch zusätzlich gibt, dass ihr euch mal so ein komplettes Video über ein Produkt angucken könnt. Heute gehe ich nur kurz auf die Sachen ein. Und es sind 2 Sachen sogar dabei, die haben es noch nicht mal in ein ganzes Video geschafft. Für sowas kann man eben so ein 5 Produkte-Review-Format auch nutzen. Ich habe noch keinen Namen zum jetzigen Zeitpunkt. Das wird sich, denke ich, auch nochmals ändern. Wir fangen an mit den Produkten, die noch kein eigentliches Video haben. Und das möchte ich euch heute zeigen. Das ist das Pure Refining Serum von NO. Und da haben sie tatsächlich, ich habe da jetzt gerade auf der Homepage geguckt, da haben sie tatsächlich die Formulierung geändert. Gott sei Dank. Weil das hier ist noch eine alte Version. Ich habe das vor einem gut halben Jahr von der Caro mal zugeschickt bekommen. Und das ist wirklich eine Version, die vertrage ich nicht richtig gut, weil sie echt stark parfümiert ist. Also es sind deklarationspflichtige Inhaltsstoffe, Duftstoffe hier drin. Und jetzt sind die nicht mehr drin. Ich war echt erstaunt, als ich das auf der Homepage von No Makeup gesehen habe. Und das hat mich natürlich total gefreut, weil das braucht es überhaupt nicht, um irgendwas zu erreichen. Also es wirkt abmattierend, ist vielleicht auch eine super gute Unterlage für Menschen, die eine fettige Haut haben, die Make-up tragen möchten, nochmal so was Abmattierendes auf dem Gesicht haben. Also ich habe das auch festgestellt, dass ich damit richtig gut klarkomme, aber wie gesagt, ich reagiere auf die Duftstoffe. Und wenn man daran riecht, dann riecht das so richtig wie, also es gaukelt dir Physalis vor. Ich weiß, wie eine Physalis schmeckt. Die ist super sauer. Und besonders im getrockneten Zustand. Muss gar nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie die neue Version riecht. Werde ich mir auf jeden Fall mal holen. Und ein komplettes Video vielleicht darüber auch machen. Hier, die Version ist jetzt nicht so toll. Aber ich wollte es halt wirklich auch nochmal erwähnen. Da hat sich was getan. Da sind die Inhaltsstoffe anders inzwischen. Produkt Nummer 2 ist was für die Haare und zwar eine Spülung. Die kostet 1,99 €, gibt es bei Ecoverde, habe ich jetzt zum zweiten Mal geholt. Die gaukelt euch ein bisschen vor, ich bin mit ganz tollen Kräutern. Das sind halt die sogenannten Duftstoffe immer, die dich so ein bisschen veräppeln, ist so. Aber das Produkt in sich ist super gut. Also ich hätte es jetzt nicht zum zweiten Mal gekauft. Ich habe mit meinen Locken so ein bisschen rumexperimentiert und habe natürlich auch nach Spülungen geguckt, die Proteine enthalten. Das ist ganz wichtig. Wenn jemand mit meiner Haarstruktur eine Spülung verwendet, nehmt Proteine. Also da müssen Proteine drin sein. So arg pflegend darf es nicht sein. Und was ich eben sehr einladend fand, war halt diese Clay, die Tonerde. Weil wenn wo eine Tonerde mit drin ist, dann ist es immer eine gute Sache, weil dann wird auch
sehr viel Fett von deinen Haaren weggenommen. Und es pflegt trotzdem super gut. Und man merkt auch, dass die Proteine in dem Produkt was anstellen. Ne? Also ich habe vorher gar nichts genommen. Und dann merke ich natürlich sowas auf jeden Fall. Ich finde den Geruch von dem Produkt besser als den Geruch von der Alverde-Spülung, die nach Kokos riecht. Die riecht extrem nach Kokos, das musst du echt mögen. Und das hier hast du so ein Kräuterbonbon, ist eine tolle Sache. Ich habe mich früher wirklich ferngehalten von Spülungen, weil ich eben dünne Haare habe, weil meine Haare sehr schnell zu viel haben. Und mit der funktioniert das echt gut. 1 bis 2 Minuten einwirken lassen. Das Ganze kostet 1,99 Euro. Da kannst du nicht viel falsch machen. Die ist echt mega, mega gut. Und die ist wirklich bis zum Rand voll. Also wenn du da aufmachst, da guckt dir schon das Produkt entgegen. Also da wird echt auch gar nicht gespart. Ich mag die. Wie gesagt, ich habe mir die jetzt zum zweiten Mal geholt. Und ich kann mir vorstellen, dass ich bei der nächsten Ecoverde-Bestellung dauert bei mir wieder, bestimmt nochmal eine Flasche holen werde. Freudige Nachrichten über die Sonnencreme habe ich ein extra Video gemacht. Und mich hat die Nachricht ereilt. Sprechen wir es doch nur zu kompliziert aus. Ich habe die Nachricht bekommen von einer Zuschauerin, die die Review auch gesehen hat, dass es inzwischen von der hier eine duftstofffreie Version gibt. Yay, aber nur fürs Gesicht. Das ist jetzt die Body-Variante. Ich würde mir auf jeden Fall bei der nächsten Bestellung die fürs Gesicht holen. Mein Dad braucht die auch, weil ich finde die von der Formulierung her, finde ich die erstklassig. Und ich bin wirklich gespannt, weil die fürs Gesicht hat jetzt, glaube ich, noch zusätzlich Hyaluron oder sowas mit drin. Super. Also ich bin so richtig, ich muss nicht mehr suchen, ich muss nicht mehr gucken. Ich kann mich jetzt wirklich auf ein Produkt verlassen und die ist ja gut. Aber die Version, die riecht halt echt, das ist eine Parfümbombe, kann ich schon anders sagen. Und jetzt durch die duftstofffreie Version, so eine große, solltet ihr echt noch in duftstofffrei rausbringen, dann ist es halt echt auch für Männchen und Weibchen okay, ne? Also das ist auch so eine Sache. Duftstoffe brauchst du auch im Rest vom Körper nicht unbedingt, wenn es um Sonnencreme geht, so oder so nicht. Und ich finde das mega gut. Also es ist auf jeden Fall erwähnungsbedürftig gewesen. Denn zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gemacht habe über die Sonnencreme, gab es die nämlich noch nicht. Und jetzt gibt sie. Yay! Machen wir mit dem Produkt hier weiter. Und das ist fast leer, hätte ich nicht gedacht. Das hier, da habe ich mich, glaube ich, nicht ganz so schlau ausgedrückt im Video. Das ist auch wichtig, dass wir jetzt ein Format haben, wo ich mich ein bisschen verbessern kann auch. Und dieses Produkt hier ist das Pore Bright N10 Serum. Und dieses Produkt ist nicht zum Peelen an sich gemacht. Es peelt ein bisschen, das tut es definitiv. Aber jetzt nicht so wie ein chemisches Peeling an sich, was ein bisschen anders formuliert ist. Da muss man tatsächlich auf den pH-Wert gucken. Und dieses Produkt hier ist mehr dafür gemacht, dass die Poren wieder frei werden. Für Menschen, die eben eine unreine, pickelige Haut haben. Mich nicht falsch verstehen, wenn du Akne hast, gehörst du tatsächlich zum Hautarzt. Und erst wenn der Hautarzt sagt, ja, du kannst sowas verwenden, dann kannst du das auf jeden Fall tun. Die Produkte sind duftstofffrei zum Teil. Also macht man da auch nicht viel falsch, aber Rücksprache definitiv mit dem Dermatologen haben, das ist echt wichtig. Und da ich bei diesem Produkt jetzt nicht so unheimlich viel erfahren habe in sich in Richtung porenbefreiter Haut, nicht porenbefreiter, sondern reinere Haut. Ich habe eine relativ reine Haut, klar, ich habe Unterlagerungen. Das schafft natürlich dieses Serum hier nicht. Aber ich kann mir vorstellen, jemand, der eine unreine Haut hat, der vielleicht so in den 20ern ist, der Probleme mit den Hormonen hat und so, das drückt sich ja ganz oft in der Haut aus, für den ist das definitiv was Gutes. Und auch wenn es an sich nicht jetzt das hundertprozentige chemische Peeling ist, es zählt aber trotzdem Sonnenschutz auftragen. Ganz, 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 ganz wichtig. Wer die Schuppenschicht
auf der Haut abträgt, der muss Sonnenschutz tragen. Und da ist die hier gar nicht mal so übel. Also gerade die duftstofffreie Variante auf jeden Fall. Für mich war es halt wichtig, das auch einfach mal auszuprobieren. Hier ist Niacinamid drin und mit Niacinamid komme ich super gut klar. Gerade was Fettigkeit von meiner Haut ist, bedeutet. Wenn ich Niacinamid anwende, dann habe ich um ein Vielfaches nicht ganz so speckige Haut und das ist echt mega gut. Und es ist immer noch eine Empfehlung. Ich habe mich in dem Video nur ein bisschen schlecht ausgedrückt, würde ich an der Stelle sagen. Ich war mal ein ganz, ganz großer Fan von der Lavera Sensitive Creme. Hat mir erst vor kurzem wieder jemand unter das Video geschrieben. Und da habe ich mich zurückerinnert, die mochte ich echt mega gerne. Und ich war ein bisschen, als ich dann angefangen habe, mich mit Duftstoffen auseinanderzusetzen und festgestellt habe, die ist gar nicht so sensitiv, wie sie eigentlich tut, war ich so ein bisschen auf der Suche nach einer Creme, die eben, ja, also duftstofffrei ist, die von der Formulierung her in Ordnung ist, also die bei mir gleich in die Haut reingeht. Ich habe das ganz oft, wenn die Formulierung irgendwie so Shea-Butter-mäßig ist und viel Feuchtigkeit hat, dann liegt die bei mir auf der Haut drauf erstmal. Ich muss immer mega lang rumcremen, bis das drin ist. Und das habe ich bei der hier nicht. DM ist hergegangen und hat bei den meisten Balea-Produkten, nicht bei allen, lasst euch da nicht verarschen, bei den meisten Balea-Produkten das Mikroplastik weggelassen. Das war für mich ein sehr großes Dorn im Auge. Es gibt immer noch reichlich Produkte bezüglich Mikroplastik, das ist ein anderes Thema. Aber diese Creme, die ist einfach der Hammer. Ich habe auch zum Inhaltsstoff habe ich ein Video gemacht. Große, große Liebe. Große Liebe tatsächlich. Es ist tatsächlich so, sie kostet für ein DM-Palea-Produkt ein bisschen mehr. Also 4 Euro würde ich schon sagen, ist ein bisschen mehr Geld. Aber die ist so gut. Die ist richtig gut, die zieht gut ein, die geht in die Tiefe. Und ich habe hier halt immer so Stellen, die halt echt auch manchmal schuppen. Und durch das Urea, das macht halt einfach der Inhaltsstoff aus, geht das halt weg. Und da bin ich ganz froh, dass ich so ein Produkt habe, was ich eben auch im ganzen Gesicht auftragen kann. Das Einzige, was mir bei der Creme noch fehlt, sind Ceramide. Wenn jetzt hier noch Ceramide drin wären, würde ich sogar 5, 6 Euro zahlen oder so. Dann wäre das aber die perfekte Creme. Gerade die Kombination Urea mit Ceramiden wäre halt einfach perfekt für die Haut. Alle Produkte, die ich heute vorgestellt habe, findest du unten in der Infobox. Da guckst du mal rein. Da habe ich die Links reingesetzt. Und falls du noch Vorschläge oder Anregungen zum Format selber hast, kannst du mir das gerne auch in die Kommentare packen. Und auf jeden Fall immer den Community-Tab im Auge behalten. Ich bin ein bisschen nachlässiger hier auf dem Kanal, was den Tab betrifft. Aber ihr könnt meistens bei so Sachen abstimmen. Und da lasse ich euch mitreden. Und je mehr, desto besser auf jeden Fall. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.